Servus Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja Freunde, heute werden die Rivals und Weekend League Rewards gezogen. Ja, nach einiger Zeit, ich habe es ja letztens im Stream nur so gezeigt, was ich gezogen habe, weil die Aufnahme irgendwie nicht so geil war oder die Tonspur einfach beschissen war. Ja, aber heute gibt's das Video und es ist jetzt 9.10 Uhr. Die Rivals Rewards sind bisher nur da, aber die Weekend League Rewards nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich denke mal, die kommen erst um 10 oder so. Wenn nicht, dann um 19 Uhr. Aber ich denke mal, die kommen dann erst um 10 oder um halb 10. Ich würde sagen, wir gehen rein in Division Rivals. Ich habe leider nur bis Rang 3 gespielt. Wir bekommen ein 50k-Pack und 25er, glaube ich. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir nehmen Tauschbar heute mal. Das letzte Mal habe ich Untrack genommen. War jetzt nicht so geil, aber ja, nehmen wir mal mit. Vielleicht ziehen wir ja heute was daraus. Ich öffne jetzt einfach mal das erste seltene Goldpack. Abfahrt, komm, push die. Kein Walkout, zumindest eine Tafel, auch keine Tafel, ja, ein typisches Goldpack, oder? Die Davi, okay. So, nächstes Pack, vielleicht ja jetzt noch ein Walkout kommen. EA Sports, 50k-Pack, kein Walkout, geil. Freue ich mich schon auf die Weekend League Rewards. Woo! Heute gibt's eine Party, Digga. Heute gibt's eine Party. Ja, meine lieben Freunde, das waren die Rivals Rewards. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber zu den Weekend League Rewards. Wir sehen uns gleich wieder. Genau, dann sind wir jetzt auch schon bei den Weekend League Rewards angekommen. Ja, diese Woche wurde wieder mal geschwitzt. Und mit geschwitzt meine ich Gold 3 haben wir noch geholt. Ich stand zwischenzeitlich mal 6-12, irgendwie so. Das Gameplay war Real Talk diese Woche eines der schlechtesten, wenn nicht sogar das schlechteste. Also diese Woche war es wirklich unspielbar. Ich habe, glaube ich, aus 9 Spielen habe ich mal 1 gewonnen und alle verloren. Und ich glaube, das war das zweite. Aber am Ende habe ich dann doch noch ein 14-14 rausgeholt. Und ja, jetzt schauen wir es uns an. Gold 3, Abfahrt. Wir bekommen 2 Spielerwahl-Spezialobjekte, also 2 Spielerwahlobjekte aus dem Serie A-Tots. Dann 2 Megapacks und ein 50k-Pack, 30.000 Coins und natürlich die garantierte Weekend-League-Qualifikation. Und dann sind wir hier angekommen. Come on. Ich würde sagen, wir machen Numero Dos auf. Komm. In 3, 2, 1. Abfahrt. Komm. 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 Ah, okay. Es ist die Frage, soll ich Tadic oder Van Persie nehmen? Also Piatek, bin mir sogar nicht mal sicher, weil Real Talk, Van Persie ist nicht schlecht. Oh, 74 Ausdauer. Ja, ich glaube, da gehe ich schon mit Tadic. Aber Tadic hat ja die eine Stürmerkarte da, die Champions League irgendwie K.O.-Phase. Aber ich denke, ich bin mir nicht sicher, aber ich werde wahrscheinlich... Komm, wir nehmen jetzt einfach mal Van Persie und dann kaufe ich mir irgendwann einen Tadic. Der kostet auch nur so 15k, glaube ich. Und dann gehen wir rein in den zweiten Player-Pick. Und jetzt, komm schon. Cancelo, ne? Man kennt ihn. Komm, komm, komm. Donnarumma. Ja, gut, ne? Jetzt ist die Frage, eigentlich wird De Jong schon sinnvoller, nur der hat 70 Tempo. Und ich denke, ich nehme schon so Donnarumma. Abfahrt, let's go. Und das war's dann von den Player Picks. Eigentlich zweimal eine 95, hätten wir Tadic genommen. Aber ja, wir haben uns dann doch für Van Persie entschieden. Einfach auf Ehre. 2 Megapacks oder ein 50k-Pack. Das 50k-Pack haben wir ja davor schon gesehen, hat gar nicht gegönnt. Deswegen machen wir auch das als letztes auf, ne? Und Megapack, kein Walkout. Komm, auch keine Tafel. Was ist das? Frankreich, ZDM, De Rossi. Ja, wahrscheinlich De Rossi. Enzonzi. So, das ist das erste Pack. Raphael noch dahinter. Van Ginkel. Ja, der ist sogar noch ein bisschen was wert. 1000 Coins. Aber so viele Coins bekommen wir daraus jetzt auch nicht. Aber wir haben noch 2 Packs offen. Ein Megapack und ein 50k-Pack. Wir machen weiter mit dem nächsten Megapack. Come on, gib mir den Walkout EA Sports. Wir hatten bisher noch gar keine Tafel. Das ist irgendwie scheiße, ne? Arias, Grüße gehen raus. So, jetzt will ich aber einen Walkout aus dem nächsten Pack haben, weil, Alter, ich habe 28 Spiele gespielt und wollte schon nach den ersten 10 aufhören, Mann. Komm schon, morgen wieder Weekend League, denke ich mal, weil ich will einen League Artots. Bitte, gib mir jetzt einen Walkout hier. Bitte, bitte, bitte.
Belhander. Wow. Also, was lernen wir daraus? Ja, nie Weekend League suchten, sondern einfach nur chillig spielen. Ja, Freunde, das war's von dem Video. War jetzt so ein 8-7 Minuten Video, weil wir einfach keine Packs hatten. Und ja, die Player Picks waren jetzt auch nicht so überragend. Van Persie geht zwar in Ordnung, meiner Meinung nach, aber es wäre auf jeden Fall noch besser gegangen. Ja, genau, das hier waren dann unsere Player Picks. Geht auf jeden Fall in Ordnung. Eigentlich hatten wir 2x95. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.